Moin, das ist jetzt nur ein kurzes Video. Ich werde eben schnell die Aufgabe 6 erklären, wie man die Parameterdarstellung der Kurve zeigt. Schreibe ich hier gerade nochmal auf. X ist Sinus von t, y ist Sinus von 2t. So, wie macht man das? Also normal besteht eine Tangente, wie man sie auch aus der normalen Vektorrechnung kennt, ja immer aus dem Stützvektor sowie einem Richtungsvektor. Und ja, in diesem Fall ist der Richtungsvektor bei uns ja, die Ableitung an dem Punkt. Und der Stützvektor ist einfach, wenn man den Punkt einsetzt. Das heißt, wir sollen die Parameterdarstellung in dem Kurvenpunkt t gleich pi Sechstel herleiten. Und ja, dazu setzt man als erstes ganz einfach pi Sechstel in Sinus 2, in Sinus t und Sinus von 2t ein. Also einmal Sinus von pi Drittel und einmal Sinus von pi Sechstel. Ich gucke gerade hier nach. Also für den Stützvektor haben wir x ist Sinus von Pi Sechstel und das sind 1/2, y sind Sinus von 2 Pi Sechstel, das ergibt Pi Drittel und der Sinus von Pi Drittel ist Wurzel 3/2. Also haben wir schon mal unseren Stützvektor, der so aussieht. Kann man jetzt noch im Prinzip, könnte man das jetzt könnte man die 1/2 bei beiden rausziehen und könnte dann jetzt das hier hinschreiben. Das ist aber auch egal, je nachdem wie man es später in der Schreibweise haben will. So, jetzt brauchen wir nur noch den Richtungsvektor. So, da benutzen wir das Punktzeichen, das benutzt man auch immer für die Ableitung. Sinus von t ist abgeleitet Cosinus von t. So, y von t war Sinus von 2t. Von 2 Cosinus von 2t müssten das sein. Innere mal äußere Ableitung. Sinus ist abgeleitet Cosinus und die innere Ableitung ist 2. Das steht hier davor. So, jetzt setzen wir, um den Punkt an der Stelle auszurechnen, die Steigung in dem Punkt. Für den Richtungsvektor, das ist Cosinus von Pi Sechstel, das sind Wurzel 3/2 und der 2 mal Cosinus von Pi Drittel sind 1. Also ist das dann folgendermaßen drauf.
So, jetzt sollen wir die Tangente angeben. P von P von t, meine ich, war das. Also haben wir hier einen Stützvektor mal t mal P von t. Wir könnten auch p von x machen und dann hier ein x hinklatschen. Das ist relativ schnuppe. Mal den Richtungsvektor. So, und da muss man jetzt nur noch die Punkte, die ich da eben ausgerechnet habe, einsetzen. Wenn man irgendeinen Graphen hat, dann hat man hier ja den Stützvektor und hier irgendwo den Richtungsvektor, der die Gerade dann beschreibt. Und diesen Punkt hier ist im Prinzip der Stützvektor zu dem Punkt, weil dieser Punkt auf der Gerade liegt und dieser Richtungsvektor beschreibt dann die Gerade. Das sind die beiden Sachen, die wir gerade ausgerechnet haben. So, und damit ist p von t, ich muss jetzt nochmal nachgucken, was ich ausgerechnet habe. Oh, ich habe mich eben vertan, da steht natürlich nicht mal den Vektor, sondern plus. Mal wäre Quatsch. Also steht hier 1/2 und hier Wurzel 3/2 plus t mal. So, jetzt kommt der Richtungsvektor. Was hatten wir eben ausgerechnet? Das war Cosinus von Pi Drittel. Das sind, Moment, 1/2. Nee, Quatsch. Cosinus von Pi Sechstel waren das. Wurzel 3/2. Und der Cosinus von Pi Drittel waren 1/2 mal 1 mal 2 ist 1. So, das können wir jetzt im Prinzip hier noch zusammenfassen und können hier dann sagen, 1/2 Wurzel 3/2 plus t mal Wurzel 3/2 plus t. Und somit haben wir dann die Parameterdarstellung der Kurve. Ja, ich hoffe, man hat es verstanden. Wo ich gerade erst aufgewacht bin. Jo, bis dann. Wenn noch weitere Fragen sind, einfach hochstellen. Ich versuche es dann so gut wie es geht zu erklären.